Die unter anderem in der Ostukraine kämpfende Söldnergruppe Wagner wurde im Jahr 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in St. Petersburg. Einer der beiden Gründer, Dmitri Utkin, soll eine Vorliebe für den deutschen Komponisten und Antisemiten Richard Wagner haben und die Söldnerarmee nach diesem benannt haben. Zweiter Gründer ist der derzeitige Kommandeur, Jewgeni Prigoschin, der sich aktuell in einem offenen Konflikt mit der russischen Militärführung befindet. Prigoschin hatte am vergangenen Wochenende in einem Telegram-Video angeprangert, dass ein Großteil der Munition, die seinen Truppen im Februar zugesagt worden war, noch nicht geliefert worden sei. Die Gruppe Wagner bezeichnet sich selbst als privates Sicherheits- und Militärunternehmen. Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass derzeit bis zu 50.000 Menschen für die Wagner-Gruppe im Einsatz sind. Neben der Ukraine gibt es Berichte über Wagner-Aktivitäten in mehreren afrikanischen Ländern. Auch in weiteren europäischen Staaten, wie zum Beispiel Armenien oder im südamerikanischen Venezuela, soll die Gruppe aktiv gewesen sein.